Hi ho und willkommen zurück, meine lieben Zwergenfreunde, zu Die Zwerge. Ja, bevor wir weitermachen, kurz was Organisatorisches mehr oder weniger. Ich habe nämlich vor, ein bisschen was an meinen Videos zu schrauben. Und zwar ist mir letzter Zeit aufgefallen, dass mein Lüfter doch ganz schön stark zu hören ist in den Videos. Und auch mein Atmen und so, deswegen werde ich in Zukunft versuchen, einen Geräuschfilter einzubauen, um gerade das ein bisschen rauszufiltern. Also für diejenigen, denen es nicht gleich auffällt oder denen es auffällt, dass irgendetwas ein bisschen anders ist jetzt. Das mache ich übrigens jetzt in all meinen Projekten. So, jetzt aber zurück zum Spiel. Wir betreten jetzt endlich die Festung der Ersten, beziehungsweise erreichen den Festungswall. Endlich erreicht ihr den Eingang zu einem Tal, das sich auf Eisenwart, die Festung der Ersten, zuschlängelt. Ja, ist vor lauter Sonne nicht zu sehen. Wir haben es geschafft! Bote! Dort oben! Lauft! Ich kann den Zauber nicht lange aufrechterhalten. Legt ihn auf Göngas Schild. Zum Tor! Schnell! Ja, das war nicht so toll, der arme Boendal. Jetzt habe ich meine Pinhand verloren. Als ihr euch dem ersten Tor nähert, erkennt ihr Wachen auf den Zinnen. Du rufst im Laufen... Bei Drakas, wir sind Zwerge vom Stamm der Zweiten und Vierten. Öffnet das Tor! Ihr Anführer gibt Befehle, die du nicht hören kannst. Aber Augenblicke später öffnet sich das Tor für euch. Macht Meldung! Besetzt die Mauern und Geschütze! Die Wachen folgen den Befehlen sofort. Wer seid ihr, die ihr die Albe vor unser Tor führt? Wie sprichst du zu uns, Zwerg, der keinen Namen zu haben scheint? Boindil tritt vor, bevor du ihn aufhalten kannst. Ich bin Boindil Zweiklinge, ein Kind des Schmiedes aus dem Stamm Beruins. Und das ist mein Bruder Boendal, der sofort einen Heiler braucht. Der Kommandant zieht seinen Schal nach unten und sein Gesicht verschlägt euch die Sprache. So kann wahrlich nur ein Zwerg poltern. Balündes Eisenfinger. Ich beschütze die Hauptpforte der Ersten. Daher ist es meine Pflicht, alle Gäste genauestens zu betrachten, ehe ich sie hereinbitte. Aber du bist ein Weib. Du hast ein scharfes Auge, Boindil Zweiklinge. Die weichen Züge und der zarte Flaum lassen keine Zweifel zu. Eine Zwergin als Kommandantin der Wache. Sie ordnet an, sich um den verletzten Boendal zu kümmern. Vier Zwerge heben ihn samt Schild auf und Boindil folgt ihnen. Bleibe bei deinem Bruder. Euch andere bringe ich zur Königin Xamtis. Dort könnt ihr euer Auftauchen hier erklären. Jo, eine Königin, kein König. Jo, auch die Festung der Ersten sieht unglaublich aus. Vor allem mit den Aufzügen. Ich werde es nachher wirklich mal gucken, ob ich hier auch nachbeleuchten muss.
Kommt näher und seid im Reich der Ersten willkommen. Ich bin Tungdil Goldhand, vom Stamm der Vierten. Der Reihe nach stellst du deine Begleiter vor und vergisst auch nicht, die Zwillinge und die Maga zu erwähnen. Danach erklärst du den Grund für euren Besuch. Du berichtest über den Vormarsch des Toten Landes, den Tod der Magi und die Streitfrage um den nächsten Großkönig. Für einen Moment mustern dich die dunkelbraunen Augen der Königin, ehe sie spricht. Es klingt ernst, was du berichtest, Tungdil. Sei dir der Unterstützung der Ersten gewiss. Wie können wir euch helfen? Ja. Erstmal brauchen wir Hilfe dabei, die Feuerklinge zu schmieden. Es gibt nur eine Möglichkeit, Nordon zu bezwingen. Die Feuerklinge. Um sie zu schmieden, benötigen wir den besten Schmied, den euer Reich zu bieten hat. Helft uns und helft damit auch eurem Stammkönigin. Die Königin denkt nach, nickt schließlich. So sei es. Kann es einen besseren Zeitpunkt geben, die alte Gemeinsamkeit der Stämme aufleben zu lassen? Balyndis dort ist nicht nur meine beste Kämpferin, sondern auch unsere beste Schmiedin. Sie wird euch begleiten. Dein Blick trifft den von Balyndis und du merkst, wie dir das Blut in die Wangen schießt. Ich werde mein Bestes geben. Ihr könnt auf meine Axt und auf meinen Hammer vertrauen. Ja, und jetzt müssen wir noch ins Graue Gebirge. Wir müssen weiter zu den Fünften, ins Graue Gebirge. Dann lasse ich euch die Eingänge zu den Schnellreisetunneln zeigen. Damit seid ihr in wenigen Umläufen im Toten Land. Ihr kennt die Tunnel? Und dennoch haben sich die Ersten so zurückgezogen? Unsere Isolation war selbst gewählt. Meine Mutter wusste, dass die anderen Stämme sie nicht einfach als Königin akzeptieren würden. Sie wollte ihnen Zeit geben, sich daran zu gewöhnen. Ja, sende deine Abordnung zu den Zweiten. Die Zwerge müssen zusammenstehen. Also ja, ihre Mutter hat sich dafür geschämt, dass sie jetzt die Königin ist und nicht mehr ein Mann, der König. Und deswegen haben sie sich einfach abgeschottet. Auch eine Möglichkeit, alles falsch zu machen, ne? Ja, also sende deine Abordnung zu den Zweiten. Die Zwerge müssen zusammenstehen. Eure Hoheit, im Namen des Rates der Stämme bitte ich euch, eine Gesandtschaft ins Blaue Gebirge zu schicken, um an den Beratungen teilzuhaben. Wir haben alle einen gemeinsamen Feind. Es hat nie Feindschaft zwischen meinem Stamm und den anderen gegeben. Es war eher nicht gepflegte Freundschaft und schließlich Gewohnheit, die uns einander hat fremd werden lassen. Sobald ihr zum Grauen Gebirge aufbrecht, werden wir nach Osten gehen, um unsere Brüder und Schwestern wiederzusehen. Ich lasse Räume für euch und eure Gefährten vorbereiten, damit ihr euch ausruhen könnt. Wir hatten zwar lange keine Gäste mehr, aber wir wissen noch, was Gastfreundschaft bedeutet. Kommt zu mir, wenn ihr für die Abreise bereit seid. Das ist eine andere Wächterin. Ich könnte jetzt mit ihr reden. Oder mir erstmal das Wasserrad angucken. Und ja, das hier ist kein einfacher Aufzug, sondern, gehen wir wieder raus, ich wollte nicht zur Königin. Und das hier ist ja eigentlich kein Aufzug, sondern ein Paternostra, wenn man das richtig betrachtet. Weil einer fährt runter, der andere fährt hoch und ja, da unten ist nichts zu sehen. Okay. Nee. Betrachten wir mal das Wasserrad hier. Du vermutest, dass die Kraft des Wassers alle Maschinen in der unterirdischen Stadt antreibt. Ein Meisterwerk der Ingenieurskunst. Mhm. Das könnte man sich auch gut vorstellen bei diesem riesigen Zahnrad, dass das ausreicht, um eine ganze Menge an Zeug anzutreiben. So, wir gehen erstmal nach Boendal gucken. Das ist für mich jetzt gerade das Wichtigste, bevor wir mit irgendjemandem hier reden. Ja. Da sind Rondario und Furgas. Namora sehe ich gerade nirgends. Eigentlich suche ich eher genau das Krankenzimmer.
Das ist nämlich jetzt so die wichtigste Station erstmal. Gucken, wie es den beiden geht. Also vor allem Boendal und auch Boendil, der ohne ihn ja nicht klarkommt. Ah, Tungdil. Ja. Man merkt, Boendil ist ziemlich am Ende. Boendal atmet gerade noch so. Wie geht es ihm denn? Hat verdammt viel Blut verloren. Das dir bekannte irre Funkeln in Boendils Augen ist unendlich großer Sorge gewichen. Mir geht es gut. Du musst dich schonen, Bruder. Bleib liegen, damit die Wunden sich schließen können. Zum Glück ist ihm sein Dickkopf geblieben. Solange er den hat, wird er durchkommen. Boendil grinst gezwungen, doch du kannst dir vorstellen, was wirklich in ihm vorgeht. Ja, könnte Andokai nicht helfen? Wir wissen, was Boendil von Magie hält. Ich dachte, Andokai wollte nach ihm sehen. Hat ihre Magie nichts bewirkt? Wir wollten ihre Hilfe nicht. Magie taugt nichts. Und mit Samusin wollten wir erst recht nichts zu tun haben. Du weißt, dass du dir einen Streit über Magie mit den Zwillingen sparen kannst. Überzeugung und Starrsinn liegen allzu dicht beieinander. Eher würde Boendal sterben, als sich von der Maga heilen zu lassen. Ja. Es ist hart, aber wir müssen halt ohne ihn weiter. In dem Zustand kann er nicht mit. Wir werden ohne ihn weiterreisen müssen. In seiner Verfassung macht er keine 100 Schritte, ohne dass er uns stirbt. Nein. Ich schaffe es, Gelehrter. Gib mir nur 2 Umläufe, dann geht es wieder. Ist doch nur ein Kratzer. Boendal versucht, sich aufzusetzen, doch ihm fehlt die Kraft dazu. Du schüttelst den Kopf. Bleib hier und genese, Boendal. Wir treffen uns rechtzeitig zur großen Schlacht gegen Nordon. Du hast deinen Anteil geleistet. Aber wo einer von uns beiden ist, da ist auch der andere. Es ist die größte Tat, die je von unserem Volk... Ah! Es scheint, als ob du recht hast, Gelehrter. Zum ersten Mal in unserem Leben werden wir getrennt sein. Ich werde dich bei den Kämpfen vermissen. Die ersten 100 Schweineschnauzen sind für dich. Du wirst ihn und die anderen allein beschützen müssen, Bruderherz. Übernimm dich nicht und zügle deine Tobsucht. Du wirst deine Wut besser kontrollieren müssen als sonst. Versprich es mir. Ich verspreche es. Den Zwillingen laufen Tränen über die bärtigen Wangen. Einen solchen Abschied haben sie noch niemals begangen. Ich frage mich echt, ob sie zu Hause im selben Bett schlafen. Also in so einem Doppelbett. Oder Stockbett wahrscheinlich. Mit Boendil oben wahrscheinlich. Das sei, weil Boendal wahrscheinlich durchbricht oder so. Ich sollte Boendal nicht weiter behelligen. Er braucht Ruhe, um zu genesen. Ja. Gut. Nachdem das geklärt ist, gucken wir uns weiter um. Hier wachsen überall hübsche lila Pilze. In den... Naja, hier sind auch grüne dabei. Ich hoffe mal nicht, dass sie die zum Essen benutzen. So lecker sehen die nämlich nicht gerade aus. Ja, da ist Andokai. Ich will mich eigentlich weiter umgucken, ob hier noch irgendwas ist. Außer den paar verbackten Wachen gerade, was ich komisch finde. Gut. Reden wir doch mal mit unserer Gastgeberin Balendil. Neue Freunde übrigens. Ja. Das rote Gebirge präsentiert sich als weißes Gebirge. Der Schnee liegt noch Meter hoch und der kalte Wind kriecht durch jede Ritze eurer Rüstung. Bis zu den ersten ist es nicht mehr weit, aber die Reise wird anstrengend werden. Kurz vor der Festung Osteisenwart seid ihr in einen Hinterhalt des Alps Sintoras gelaufen. Er hat Boendal schwer verletzt und nur Tungdils Geistesgegenwart und das überraschende Auftauchen von Andokai und Cherung konnten Schlimmeres verhindern. Quest beendet. Die beiden hatten wir ja schon. Gerade und der blinde Wächter, das hatten wir auch schon. Neue Freunde.
Ihr habt die Festung der Ersten erreicht und wurde vom Kommandanten ihrer Wache empfangen. Einer Zwergin namens Balindis. Sie ist nicht die erste Zwergin, die du gesehen hast, aber mit Sicherheit diejenige, die dir am besten gefällt. Ja. Sie ist eine erfahrene Kämpferin, eine hervorragende Schmiedin und ihr ist auch der attraktive Flaum an ihren Wangen nicht entgangen. Königin Xamtis hat versprochen, eine Armee zu den Zweigen zu schicken, um sie gegen uns zu unterstützen. Sie wird außerdem alle verlorenen Rohstoffe für die Feuerklinge ersetzen und gibt euch Balindis als Schmiedin und Kämpferin mit. Boenda ist zu schwach, um euch auf dem letzten Stück eurer Reise zu begleiten. Sein Krähenstab wird euch fehlen, doch ihr könnt nicht warten, bis er wieder genesen ist. Ja, ich habe meine Pinhand verloren, habe ich schon mal gesagt. So, das ist Balindis. Die Gastgeberin sozusagen. Hallo. Was gibt es, Tungdel? Es scheint bei euch viele Zwerge in den wichtigen Positionen zu geben. Ja, hier ist die Emanzipation durchgedrungen. Es scheint, als würden bei den Ersten viele wichtige Positionen von Zwerginnen besetzt werden. Ist es bei euch nicht üblich, dass sich Mann und Frau die Aufgaben teilen? Natürlich. Bei den Menschen und bei den Zweiten helfen die Frauen im Haushalt, damit die Männer Zeit für ihre Aufgaben haben. So steht es auch in den Büchern. Bei uns werden Posten nach den Fähigkeiten der Bewerber vergeben, nicht nach Geschlecht. Da ist es nur natürlich, dass die wichtigsten Posten von Frauen eingenommen werden. Sie zwinkert dir zu und du machst ein wissendes Gesicht, obwohl dir die Sache noch nicht ganz klar ist. Wie ist es bei den Ersten zu leben? Wie ist es bei den Ersten zu leben? Ich habe noch nicht viel gesehen, aber vieles scheint anders zu sein als bei den Zweiten in Ogatod. Meinen wirklichen Vergleich kann ich auch nicht ziehen. Ich bin hier aufgewachsen und habe unser Reich nie verlassen. Ich kann es kaum erwarten, die Hallen der Fünften zu sehen. Sie waren die besten Schmiede, bevor wir es wurden. Erwarte nicht zu viel. Ihre Hallen sind seit über 1000 Zyklen in der Hand des Feindes. Ich habe gelesen, die Orks würden die Festung meiden, als läge ein Fluch auf ihr. Selbst das Lesen scheint bei den Ersten nicht verpönt zu sein. Du fühlst dich wohl hier. Allerdings hat das nicht nur mit Büchern zu tun. Ja. Bis später. Da ist Tungdel ein bisschen, ein kleines bisschen verknallt. Tülülü. Ja, in den Thronsaal. Betrachte den Aufzug, ha? Der Erfindergeist deines Volkes beeindruckt dich noch immer und erfüllt dich mit Stolz, ein Zwerg zu sein. Ja, das war der Aufzug. Haben wir sonst noch was, was wir hier betrachten könnten? Nö. Also Namora ist nicht wirklich zu sehen. Wo sind eigentlich Bavrakor und... Goimgal... Ja, Schimmerbärtchen halt. Ich kann mir dem seinen Vornamen nie merken. Ich weiß ehrlich nicht, wo die beiden rumlungern. Weil da unten geht's nicht weiter und da hinten sind nur Ordario und Vorgas. Na gut, dann sprechen wir jetzt mal mit Andokai. Nachdem sie uns jetzt auf einmal wieder da ist und uns helfen wollte und sie gerade dabei ist, Jeroen grün zum Leuchten zu bringen.